Chris 157 gegen Mr. Grimms HD. Weiß noch nicht, für wen ich sein soll. Könnte eine interessante Runde werden. Aber, mal gucken. Oregon so eine Map. 1 gegen 1. Ich muss sagen, ich hätte eher zu Haus tendiert. Aber wie die beiden Herrschaften wollen. Jetzt bin ich mal gespannt, was die picken, obwohl. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es ziemlich gut vorstellen, wo. Oh! Eine Überraschung in der Teamaufstellung. Jetzt warte ich auf Mr. Grimms Entscheidung. Oh! Das könnte was werden. Bin ich mal gespannt. Mal gucken, ob sie es raffen, was ich eingestellt habe. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Ah, okay. Mr. Grimms wechselt von Pulse of Capcan. Chris 157 bleibt weiterhin bei Blitz. Weiß nicht, was auf ihn zukommt. Können wir gespannt bleiben. Ich muss mal gucken, wie Grimms seine scheiß Capcan-Traps platziert. Wie er verteidigen wird, wie er allgemein seine Wände zieht. So, die Runde geht los. Mr. Grimms, Standardspot, unten natürlich. Chris 157 mit der Drohne am Start. Mr. Grimms in der ersten Etage und hat sie gefunden. Geht jetzt die Capcan-Traps platzieren. Mal gucken. Großer Tower. Auf jeden Fall da eine Trap hin. Geht wieder nach unten. 15 Sekunden hat er noch Zeit. Er zieht dort zwei Traps. Drei sogar, Also wenn Chris 157 nicht aufpasst und wirklich Baustelle spawnt und dort hineinläuft, wird er in jede Trap reinlaufen, wenn er es nicht kommen sieht. So, es geht los. Chris 157 gespawnt. Richtung Baustelle. Mr. Grimms oben in der Haupthalle macht jetzt höchstwahrscheinlich genau noch ein Trap-In. Macht auch oben zu. Chris zerschießt die erste Capcan-Drohne und droht. Mr. Grimms, ich könnte gut meinen, dass er das gehört hat. Ist jetzt am Up-Aimen, stellt sich auf einem Spot, der eigentlich eher zu seinem Nachteil ist. Und da ist die erste Capcan-Trap durch. Es geht weiter. Chris 157, nervös. Half-Life. Capcan-Traps. Drei leben noch. Was passiert jetzt? Mr. Grimms dürfte ihn gleich sehen. Oh, 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 oh. Ein risikoreicher Move. C4 ist an der Tür. Er versteckt sich auf der Waschmaschine. Chris 157 am Vorstoßen. Müsste gleich Mr. Grimms sehen, wie wird diese Situation ausgehen. Er entscheidet sich doch, eher noch einen Push auf die andere Seite zu machen, wo eigentlich eine Rotation drin ist. Wer weiß, und ja, er sprengt auf. Mr. Grimms aimt weiter auf die Tür. Oh. Contested. 4157. Oh, Grimms mit Schrotflinte. Der Capcan mit Schrotflinte. Ekelhaft. Ekelhaft, aber gewonnen. Und er hat gewonnen. Allererste Runde. Verteidigung. Verteidiger gehen in die Schlafseele, also nach oben. Chris pickt mal wieder typisch wie ein Legion. Oh, Mr. Grimms. Termite! Lol. Beide Mains von Chris wurden gepickt diese Runde. Mal gucken, switcht einer von beiden oder bleiben sie dabei? Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Chris switcht auf Frost und Termite nichts ahnend, wenn er Glück hat, der Chris, wird er schnurstracks in eine Falle reinlaufen. Gucken wir uns jetzt das Gameplay an. Wo ist denn die Drohne von Mr. Grimms gespawnt? Mal suchen. Da ist sie auch schon. Sie steht AFK draußen noch rum. Chris 157. Macht weiter sein Ding. Grimms? Stream Sniper oder was? Oder warum ist die Drohne AFK oder ist er jetzt vielleicht doch noch auf Klo, ha? Beweg dich, Kollege. Ich sehe das. Ah, ja, jetzt. Ja. Ja, Mr. Grimms. Left.
Die Drohne fährt schnurstracks nach unten, weil er der Meinung war, dass er runtergeht. Er droht natürlich weiter. Wo ist er denn gespawnt, der Junge? Ah, in der Lobby. Müsste gerade schnurstracks an Chris vorbeigelaufen sein. Chris jetzt oben in den Schlafsinn platziert weiter seine Four Straps und da hat Mr. Grimms das gesehen. Da hat er die Four Strap gesehen, die erste. Da ist die erste Cam auch weg von ihm. So, der Angriff folgt wie gleich. Erste Cam weg, Outside Cam, zwei noch übrig. Er droht nochmal, hat danach keine Drohnen mehr. Ziemlich mutig, würde ich mir mal ein bisschen länger aufbewahren, da Cams ziemlich sehr, sehr wertvoll sind. Da ist die zweite Cam auch wieder weg. Mr. Grimms, was macht er? Chris 157 weiterhin oben im Bio-Gefahrgut Beta. Er seilt sich hoch. Oh. Geht er jetzt ans Fenster, aimt ab oder springt er rein? Auf jeden Fall schießt er auf. Wenn Chris nicht piekt, pusht, wird er vielleicht reinrennen. Er könnte den Moment abwarten, bis er reinspringt, die Frostfalle zerschießt, indem er nach unten guckt und dann mit der Schriftfinte drauf rotzt. Oder er springt rein, weil er es nicht sieht. Was macht er jetzt? Er geht unten rein. Geht über die Stairs, wie es ausschaut. Genau zu Chris 157. Hat einen Claymore platziert und er kommt hinter die Chris. Oh, ah, schade. Hat er leider ihn nicht mehr gehört. Gucken wir uns die Clearcam an. Ah, schade, schade, schade. Aber gutes Spiel von Mr. Grimms. Na gut. Gut war es jetzt nicht, ne? Aber ausreichend. Don Drago? Ja? Der Grimms spielt ein bisschen unfair. Inwiefern? Er guckt bei dir beim Livestream zu und hab ich mir schon fast gedacht. Was meinst du, warum die Drohne am Anfang am AFK rumstand, Kollege? Achso. Okay. Ich hab, für ja, sowas hat man ein Auge, weil in einem 1 gegen 1, die Drohnenphase ist wichtig, um zu wissen erstmal, wo die sind und welchen Operator er wirklich gepickt hat. Und wenn der AFK rumsteht, ne? Ja, ich sag's dir. Du, das werde ich auch so sagen, wie ich es denke. Mal gucken. So, mal fix mein Stream hier und mal gucken, wer gerade zuguckt. Wenn ich das nachgucken könnte, wäre wunderschön. Aber kann ich nicht. Einer bin ich mit dem Handy, aber ich habe mich gestummt. Ja, alles gut, alles gut. So, Mr. Grimms, wo ist er oben? Ist ein 5-7, fleißig weiter am Drohnen. Und Mr. Grimms verzieht sich bitte aus meinem Stream, weil sonst werde ich ihm sowas von meine Faust an nah in den Arsch einschieben. Das glaubst du mir nicht. So. Macht wieder Fleisch die Türen zu, versperrt sich dadurch auch selber Rotation-Möglichkeiten. Aber da Doc spielt, ist so eine Sache. Roam 1 gegen 1, risikoreich, aber könnte auch sehr, sehr erfolgreich sein. Jetzt 157, gespawnt, Baustelle. Was macht er jetzt? Irgendwie muss er sich zu. Nervös, der Junge, man merkt's, man merkt's. Das 157 am Drohnen wieder einmal. Müsste jetzt die zweite und letzte Drohne sein. Mr. Grimms hat es gehört, konnte es aber nicht zuordnen. Aimt auf diese Tür hier weiterhin ab. Gucken wir uns das Schauspiel weiter an.
ist weiter am Drohnen. Müsste aber auch schon wieder, glaube ich, hier raus sein. Müsste ich an. Wie es ausschaut, ja. Er wird nervös. Der Mr. Grimms. Er wird nervös. Eben weiter schnurstracks in die Millimeter Peak. Weiß aber offenbar nicht, dass er von da rausgeschossen werden kann durch den Wallbang. Wenn man die Drohne richtig platziert, kann man einfach komplett durchschießen. Hat er sich in eine enge Lage gebracht? Sehr intensives Gameplay, das will ich mal aus der Ego-Perspektive angucken. Over here. Er geht pushen. Oh, Pre-Fire, Pre-Fire. Oh, mutiger Move, mutiger Move. Zweite Over hier. Nicht viel. Oh, ho, 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 ho. 11 Schuss in der MP5 nur noch. Das könnte spannend werden. Jetzt MP5-7 noch mit 150 Kugeln. Ah, schade, schade. Die letzten 11 haben getroffen. Die letzten 11 haben getroffen. Schade, schade, schade. Nächste Operatorwahl. Chris in der Verteidigungsphase jetzt. Mr. Grimms führt nach 4 oder nach 3 Runden 3 zu 0. Zwei davon hat er, würde ich mal glatt behaupten, gestreamsniped. Ja. Ja, ich bin auch der Meinung, aber kann man jetzt nicht mehr beweisen. Natürlich würde das abstreiten. Oh, Chris mit einer mutigen Wahl. Mira gegen Ash. Ja, war aber klar. Chris, da kannst du niemandem was vormachen. Wenn du Mira pickst, wechselst du definitiv zu Legion. So. Unten ist er. Was? Chris, was machst du dazu? Du bist nur zu zweit. Du musst den. Hättest du ihn doch mal verstecken können, Kollege. Mr. Grimms weiß wahrscheinlich, welchen Operator er hat. Zieht sich aber in die Versammlungshalle. Jetzt die Frage, was macht er mit dieser Cam? Fährt er wieder runter oder stellt er sie hin, um zu gucken, ob einer von hinten kommt? Nein, er fährt wieder runter. Und dort steht sie auch weiter auf den Stairs. Er droht aber weiter. Offenbar weiß er doch nicht, welchen Operator er gepickt hat. Gucken wir uns mal um. Wo ist er gespawnt? Oh, diese Camps hier. Ich meine. Baustelle. Oh, über Baustelle kommt er. Da ist keine Trap. Da ist keine Trap. Da ist keine Trap. Spannendes 1 vs 1. Mr. Grimms verzweifelt auf der Suche nach Legion Traps. Reached jetzt auf. Erste Flash, zweite Flash. Damit sind die Flashbangs übrigens die zwei verschwendet. Und da hat er ihn gekillt. Chris 157. 1 zu 3. By the way, wenn du pushen gehst mit Flashbangs, verschmeiß ihn nicht so. Profi-Tipp. Ist ein Profi-Trip. Tipp, nicht Trip. Oh. Das will ich jetzt sehen. Ich hoffe, er wechselt den Operator nicht, ne, Killer? Das könnte spannend werden.
Oh, schade. Ach Mann, Chris, du so vorhersehbar, Mann. Vorhersehbar nennt man das. Ah, schade, schade, schade. Ah, das hätte richtig spannend werden können, jetzt ein Nomad genommen. Schade, schade, schade. Mr. Grimms oben jetzt mit seinem Bandit. Genau um die Rotation zu blockieren, wo Chris gerade reinkam. Deswegen hat er Bandit gepickt. Und Chris 157 jetzt noch fleißig am Drohnen. Sieht, was er macht. Was wird er jetzt tun? Große Spannung. Seine Termite-Ladungen sind jetzt, könnte man sagen, useless. Denn er hat Bandit. Und unversteckte, wenn er damit aufbreachen, na, ist jetzt nicht so das Wahre vom Ei. Aus dem Harz hast du jetzt hier einfach nicht so viel zum Aufspringen. Könntest höchstens im Waffenlager hier drüben aufspringen, aber, ja. Oder eine ganz andere Idee. Er stellt seine Drohne so, dass er sieht von unten, wo er die Bandladung hat und verschießt sie von unten. Oder schießt die von unten. Mr. Grimms. Offenbar ist er gerade ein bisschen verwirrt, was da abgeht. Steht jetzt hinterm Bett, beide auf derselben Ebene. In der Theorie könnte man jetzt sagen, würde Chris straight durch das Bett schießen, könnte er ihn fliegen. Aber das ist eine riskante Sache, ne? Er legt sich jetzt hin. Oh, und da fliegt das C4. Oh, verschwendet. Oh, und da hat er ihn. Oh, 10.000 IQ-Play von Chris. 10.000 IQ-Play. In einem Moment, wo er nicht mit gerechnet hat, drückt er ihm den Headshot. Drückt er ihn. Es steht jetzt nach 5 Runden 2 zu 3 für Mr. Grimms. Wir können gespannt bleiben. Ich bin es auf jeden Fall. Was wird gepickt? Das. Oh. Die Verteidigung wählt wieder die Waschküche. Ah, hätte ich vielleicht ausstellen sollen, dass man zwei miteinander denselben Ort nehmen kann. Ist aber. Ist okay. Es ist nur ein 1 gegen 1. Es ist jetzt hier kein Rang, kein ESL, kein gar nichts. Oh. Echo. Wird jetzt der Six-Pick benutzt? Und er wird benutzt. Natürlich für. Mir war es klar. Ich will es nur gesagt haben. Mir war es klar. Ich habe damit gerechnet. Waschküche verteidigen. Mr. Grimms. Er hat fleißig wieder mit seiner Drohne rum. Fährt aber jetzt nach oben. Da er wahrscheinlich dachte, wie letzte Runde, vielleicht geht er ja nach oben. Oder er hat es falsch eingestellt. Ja, bin ich ehrlich, hat passiert. Und jetzt steht da seine Drohne AFK hin. Ey. Was ist denn da gerade los? AFK ist er. Und droht jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Gucken jetzt der Drohne weiter hinzu. Gucken jetzt Mr. Glimpse mal zu. Erste Outside ist raus.
das Fenster messen, wenn du rein willst, Kollege. Oh. Was macht er jetzt? Will er Chris baiten oder was? Könnte sagen, es hätte vielleicht funktioniert. Er droht aber weiter in Richtung Versammlungshalle. Er hat seine Kerl dorthin abgestellt, damit keiner umlaufen kann. Oder er pusht jetzt von hinten. Spannende Geschichte. Chris aimt jetzt nach hinten Baustelle ab. Hat sich eine Rotation eingebaut. Oh, und da ging der erste Dropper auf. Offenbar war es ja vielleicht der Falsche. Aimt er nämlich von der Lobby nach unten ab und sprengt auch dort auf. Also einen Notfallplan hat er definitiv. Ja, aber klar, er will ablenken. Ja, er kommt von hinten, über Baustelle. Oh, sieht aber auch hier ist die Tür zu. Ah. Wird er droppen? Nee, er geht über den Standardweg hinein. Er geht über den Standardweg hinein. Bin mal gespannt. Wenn er jetzt reingeht und merkt, dass gesichert wird. Ja, er pusht und läuft in den Legion Trap. Er zieht aber direkt wieder raus. Oh, mutiger Move. Er muss jetzt von hinten kommen. Das Ding ist bloß, alle Türen hinten sind zu. Und Legion Traps sind geworfen. Schießt er jetzt auf, hat einen Munitionsnachteil. Er ist in der nächsten Legion Trap drinne. Und oh, er geht down. Oh, was ein Spiel hier. Chris gewinnt die nächste Runde. Er steht nach 6 Runden 3-3. Oh. Mr. Grimms offenbar nervös. Chris kann ich gerade nicht einschätzen. Die Birne ist meistens Matsch, aber er spielt immer ruhig. Von daher. Ich bin weiterhin gespannt. Ich glaube, ich habe auf. Fuck, ich glaube, ich habe ein bisschen zu. Fuck, ich glaube, ich habe mich vereinstellt. Scheiße, ich glaube, ich habe ein paar zu viele Runden drin. Ups. Fällt mir immer so, by the way, auf. Ich glaube, ich habe auszusehen bis 8 gestellt. Chris, natürlich. Ja, Termite. Mr. Grimms jetzt mit Castle. Was erhofft er sich dadurch? Das ist jetzt die Frage. Mr. Grimms, Gold 4, Level 113, 1-2er SN, 1-1er KD. Chris, Gold 3, Level 237, SN 1-0. KD 09. Und Mr. Grimms geht wieder nach oben. Jetzt mit Castle. Jetzt hat er nichts, womit er Hotbreachen verhindern kann. Macht aber dafür die meisten Fenster auf mal zu. Ja, jetzt noch das Hauptfenster, habe ich mir schon fast gedacht. Damit er dadurch nicht gepusht wird, so wie letzte Runde, als er hier oben war und deswegen gestorben ist. Allerdings hat er jetzt nirgendwo Verstärkungen hingesetzt. Und Chris kann trotzdem überall einfach reinbreachen. Mr. Grimms weiterhin AFK. Okay, mutiger Move. Jetzt wieder da. Hat einen stabilen Ping, also Ping ausregen gibt es hier nicht, dass es geleckt hat. Würde ich nur mal so anmerken. Jetzt verstärkt er. Jetzt verstärkt er. Wäre jetzt witzig gewesen, wenn Chris schon drin wäre zum Aufbreachen und einfach gewallbanked hätte, ne? Oh, jetzt hat er gerade geschossen. Aber leider zu spät, leider zu spät. Chris ist jetzt drin, macht auf. Mr. Grimms weiter in Kinderschlafseele. Und keine Ahnung, was er da macht.
weiterhin in Richtung Balkon. Chris, da ist eine Rotation jetzt entstanden. Falls Chris reingeht, muss er auf einem ekelhaften Spot aufpassen. Spannung, Spannung. Ich kann jetzt übrigens auch nicht mehr lange hier, falls Killer hier, falls du mich gerade hörst, mein Essen kommt in 7 Minuten. Und ich würde ganz gerne mein Essen noch fix annehmen. Von daher nicht wundern, wenn ich dazu nichts mehr sage. Oh, da war der Millimeter Peak da leider nicht getroffen und er holt sich die Drohne. Verballert jetzt gerade seine letzte Contact Nate. Prefired. Muss nachladen, Chris. Oh, und da ist der Headshot da. Da sitzt der Headshot. Matchball. Das könnte jetzt die alles entscheidende Runde sein für Mr. Grimms. Könnte so sein. Runde 8, Matchball. Chris am Verteidigen. Das ist ja, finde ja eher so, Chris ist so der Mensch, der stark in Verteidigung ist, wenn er nicht gerade mit Legion Rome geht, sag ich mal. Oh. Mr. Grimms, Thatcher. In der Hoffnung, dass Chris jetzt wieder Legion pickt, was ich auch glaube. Aber vielleicht überrascht er ja. Aber nein, natürlich nicht. Was soll man dazu noch sagen, ey Chris? Du brauchst dringend ein paar mehr Operator, mit denen du spielst. Scheiße. Aber wieder Waschküche unten. Mr. Grimms spawnt außerhalb der Baustelle. Also seine Drohne. Wo genau er spawnt, weiß ich gerade nicht. Habe ich leider nicht drauf geachtet. Wurde der Dropper verstärkt? Ja, der Dropper wurde verstärkt. Jetzt hat Mr. Grimms natürlich den Vorteil durch Thatcher. Kann einfach dreimal werfen. Mit Glück erwischt er die meisten Legion Traps, die ihm auf dem Weg behindern werden. Aber sicher ist die Geschichte hier leider nicht. Noch ist alles offen. Es steht 3-4. Mr. Grimms ist jetzt am Angreifen. Er läuft los. Chris haut seine Rotation rein. Die zweite. Was war das denn? Oh, verstehe, ich verstehe. Erste Cam oben beim Dropper weg. Mr. Grimms weiter mal am Drohnen. Oh, die Cam ist unten. Hier oben. Da ist die erste Cam weg von Grimms. Grimms jetzt offenbar dabei zu pushen. Sprengt oberhalb der Trapper. Wahrscheinlich, oh nein, er wallbangt. Er schießt also auf gut Glück durch, statt aufzusprengen. Chris, offenbar, einfach nur, wie immer, einfach nur straight up aim. Mr. Grimms. Ist schon wieder auf Guard. Kurzzeitig. Eben jetzt in Richtung Versammlungshalle ab. Drohnt das zweite Mal. Sein zweite Camp ist unterwegs. Hat er Chris gesehen? Hat er ihn nicht gesehen? Macht oben auf und schmeißt die Thatcher-Granate. Die erste. Die zweite. Chris wahrscheinlich jetzt so gut wie ohne Legion Traps. Oh, das ist die dritte. Oh, da ging einige drauf. Da ging einige drauf an diesen Traps. Der Weg ist frei. Chris hat gerade kein Visier im Moment. So, ich bin wieder da. Offenbar, oh. Schwierige Situation. Mr. Grimms oben eine Treppe am Up-Aimen. Am Up-Aimen ist er. Chris, ebenfalls.
Grims aimt und aimt. Er ist sichtbar nervös. Etwas über Half-Life, ich würde mal sagen 55 HP. Könnten das gut sein? Chris? Oh, Chris. Wagt das? Wagt das? Oh, 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 oh. Mutig, mutig. Der Move. Jetzt, 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 jetzt wird's spannend. Bellt er die Nerven und bleibt seiner Verteidigerspur treu? Er hat den Nachteil. Er muss nach oben gucken. Oh, oh, oh. Und er, das gibt's nicht! Das gibt es nicht! Er ist einen Schritt raus und hat damit verloren. Das gibt es nicht. Oh mein Gott. Das gibt es nicht. Oh mein Gott. Was für eine Runde. Das ist ne. Niemals. Da, oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, ey, das ist... Ey, das kannst du niemandem erzählen. Das kannst du niemandem erzählen. Wegen einem Fuß, der outside steht, verliert er die Runde. Er hatte mehr Life. Er hätte es vielleicht geschafft, wer weiß. Aber nein. Ach du Scheiße, wegen einem Fuß. Ich würde so ausrasten. Ich würde so ausrasten. Ich bin gleich wieder da, ich gehe nur schnell zur Pumpe. Alter, wegen einem Fuß. Puh. Mr. Grimms. Verkackt, würde ich nur sagen, die Runde leider. Aber ey, was ein Ende, Mann. Holy shit. Unglaublich. Einfach unglaublich. Chris wieder unten. Mr. Grimms mit seiner Cam oben auf der Waschmaschine. Wo ist er gespawnt? Hauptdecker. Push da, es schaut wie ein Push aus. Könnte einer sein. Macht er dieses Mal den Dropper auf, weil dieses Mal hat er einen dabei für den Dropper. Und da ist die Inside Cam weg über den Dropper. Eine Legion Trap ist direkt weg, die er gesehen hat. Der Dropper geht auf. Chris könnte jetzt, wenn er schnell ist. Und da ist sie weg. Oh! Mr. Grimms jetzt im Zugzwang, hat nur noch eine Termite-Ladung. Kann somit eventuell nur den Job aufmachen, hat danach nichts mehr, womit er den Job aufmachen könnte oder der Hot Breachen. Heißt, er muss diese Ladung gut gebrauchen. Denn Termite ist immer so eine Sache. Oh, mutig. Die Flash ging durch. Chris geflasht. Geht wieder zurück. Mr. Grimms jetzt oben. Oh. Er packt die zweite Termite-Ladung oben drauf. Über dir, über dir. Oh mein Gott, das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Chris! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Spannung pur hier! Und Chris hat damit gewonnen! Meine Herren, Alter! Was ein Match! Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich beende jetzt den Stream. Haut da rein!